Formius, dein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der dritten Spielgeneration und je nach Wetter ändert es seine Form und seinen Typen. Formius, dein Pokémon, dessen Erscheinung sich je nach Wetterlage verändert. In jeder Form macht sein runder Kopf einen Großteil seines Körpervolumens aus und um seine schwarzen Augen ist eine weiße Färbung zu sehen, welche an eine Maske erinnert. In seiner Normalform ist das Pokémon grau, auf dem Kopf ist eine Spitze zu sehen, welche möglicherweise ein Haar darstellt. Sein Körper besteht aus zwei grauen Kugeln auf der Vorderseite und einer kurzen Schweifspitze auf der Rückseite. In seiner Regenform ist der runde Kopf von einem blauen Tropfen umhüllt. Sein Körper stellt eine graue, an eine Wolke erinnernde Struktur dar. In seiner Schneeform ist der Kopf umhüllt von einer eisblauen Schicht, deren Aufbau an einen Tornado erinnert, da oben ein breiter Strudel zu sehen ist und die Schicht unten spitz verläuft. Am unteren Ende des Gesichts sind des Weiteren nach außen stehende Wirbel zu sehen. In seiner Sonnenform ist der Kopf von einer orange-gelben Kugel umhüllt, an welcher noch 7 weitere kleine Kugeln haften und das Gesicht umrahmen. Das Erscheinungsbild erinnert an die Blüte einer Sonnenblume. Der Körper ist wie bei der Regenform durch eine wolkenähnliche Struktur gegeben, die hier jedoch weiß ist. In seiner Shiny-Form hat die Normalform eine rosane Färbung. Die anderen Formen haben ab der 8. Generation Pokémon Home und Pokémon Go eine schillernde, eine Shiny-Variante bekommen, die aber in den Hauptspielen nicht spielbar ist. Formio unterscheidet sich durch seine Spezialfähigkeit Prognose, welche ihm ermöglicht, sich an das Wetter anzupassen und so seinen Typen und sein Aussehen zu verändern im Vergleich zu anderen Pokémon. Diese nutzt es für den Kampf, indem seine charakteristische Attacke Meteorologe nutzt, deren Typ und Stärke ebenfalls wetterabhängig ist und bei Wettereffekten sogar doppelten Schaden bewirkt. Durch Attacken wie Regentanz, Sonnentag oder Hagelsturm ist es sogar dazu fähig, die Umstände der Umgebung zu verändern. Außerdem erreicht es viele spezielle Attacken verschiedener Typen wie Feuersturm, Hydropumpe oder Blizzard. Formio ist ein Pokémon, welches die mächtigen Kräfte der Natur nutzt, um seinen Körper zu schützen, indem es die Gestalt von Sonne, Regen oder Schneewolken annimmt. Dies geschieht jedoch weniger aus seinem eigenen Willen heraus, sondern ist eine chemische Reaktion seiner wasserähnlichen Zellen mit der Umgebung dafür verantwortlich. Diese Reaktion wird durch Veränderungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit bewirkt. Prasselt Regen auf Formios Körper nieder, so saugt dieser sich mit Wasser voll und wird weich. Nach einem Sonnenbad glüht der Körper und wird sehr trocken. Für das Wetter Pokémon von Hagelkörnern getroffen, so friert seine Haut nahezu ein. Eine künstliche Veränderung der Umgebung durch Heizstrahler, eine Dusche oder eine Gefriertruhe hat jedoch keine Auswirkung auf Formio. Auch ändert sich nicht nur seine Erscheinung mit dem Wetter, sondern auch seine Gefühlslage. Und dabei hat Formio keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Dennoch kann es mittels verschiedener Wetterlagen einen Formwandel vollführen. Hierbei bleibt nur der runde Kopf von Formio erhalten, ändert aber seine Farbe. Der Rest des Körpers passt sich an das vorherrschende Wetter an. Die Regenform ist in einen Wassertropfen gehüllt, die Hagelform bzw. die Schneeform erinnert an einen Tornado und die Sonnenform spiegelt eine Sonne wider. Mit seinem Normaltypen in seiner ursprünglichen Form ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken, der das macht normalen Schaden. In seiner Regenform nimmt es halben Schaden gegen Stahl, Feuer, Wasser, Eisattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen und Elektroattacken, der Rest macht normalen Schaden, denn er nimmt eben den Typ Wasser an. In seiner Schneeform, indem er den Typ Eis annimmt, nimmt es auch halben Schaden gegen Eis, nimmt doppelten Schaden gegen Kampf, Gestein, Stahl und Feuerattacken, der Rest macht normalen Schaden. In seiner Sonnenform, indem er den Typen Feuer annimmt, nimmt es halben Schaden gegen Käfer, Stahl, Feuer, Pflanzen, Eis und Feuerattacken, doppelten Schaden gegen Boden, Gesteins- und Wasserattacken und der Rest macht normalen Schaden.